Die lustigsten Tricks, Memes und Fails in Brawl Ball, Volley Brawl und Basket Brawl. Und das ist Achtung Lustig 52 mit 9 Zuschauerbeiträgen. Wir starten mit einem Zuschauerbeitrag. Bo hat das Chief Meme GIF gemacht. Da fehlt nur noch der Sound dazu. Sehr lustig, ein bisschen creepy vielleicht. Zuschauerbeitrag Nummer 2. Was meint ihr zu Chief Edgar? Der ist sehr lustig. Edgar Avalon Esports. Und beachte neben dem lustigen Kopf das kleine Detail. Dieser sehr lustige Pin, der ist wirklich cool. Das Gadget ist YouTube und die Star Power ist der Controller. Bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich so stark bin. Power Level 85.900, nicht schlecht. Kostet übrigens 0, um den abzugraden. Das ist doch mal ein gutes Angebot. Was meinst du? Basket Brawl ist da. Und wer erinnert sich? Basket Brawl war ursprünglich eine Idee aus der Community. Vor etwa 3 Monaten hat jemand diesen Beitrag hier gepostet. Basket Brawl, und so hätte das da damals ausgesehen. Jetzt haben sie es lustigerweise aber quer gemacht. Schon hier wurde aber gezeigt, dass es 2-Punkte-Würfe, 3-Punkte-Würfe gibt, wo die Brawler jeweils spawnen würden, um zu verteidigen und wie man trifft. Sogar die Regeln wurden vorgeschlagen, die sind nun aber doch nicht ganz so, wie sie hier sind. Könnt ihr aber gerne nachlesen, wenn ihr wollt. Zuschauerbeitrag Nummer 3. Ein sehr cooler Trick für Primo in Basket Brawl. Erstmal Primo hier nicht zu stoppen, trifft wunderbar in den Korb. Jetzt kommt der Trick, passt auf, der Ball hier beim roten Team. Primo springt direkt dahin, kann sich den Ball schnappen und sofort punkten. Das ist doch super, dieser Sprung von Primo mit seiner Ulti. Bevor die Gegner wissen, was geschieht, schnappt er sich den Ball und rein damit. Finde ich einen super Trick. Den Korb zu treffen ist gar nicht so einfach. Ich könnte auch ein Lied davon singen. Aber schaut euch den hier an. Da kommt der Basketball, jetzt Edgar wirft. Der prallt ab, geht da rein, er springt hin und her auf dem Rahmen. Er geht einfach nicht rein. Es ist zum Verzweifeln. Es ist wirklich unglaublich. Da springt er sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Mal springt dieser Ball vom Rahmen ab und geht nicht rein. So unglaublich. Und ich habe das Gefühl, mir passiert das ständig. Wem geht's auch? In Basket Brawl kann man sogar ein 3-Punkte-Dunk machen. Glaubt's nicht? Schaut euch das hier an. Achtet auf Surge. Surge hat den Ball. Und jetzt geht er darüber, verwendet die Ulti und dunkt den Ball. Ist ja unglaublich. Wie macht er das bloß? Da ist Surge wieder unterwegs. Er verwendet die Ulti und springt mit dem Ball nach vorne. Ein wunderschönes Dunking hier. Versucht das mal. Kriegt ihr das hin? Erinnert ihr euch an den Brawl Talk und den Frank im Badeanzug? Das war ein ziemlicher Schocker. Das haben die zwei hier sich auch gedacht. Das sind Bilder von Bee, Rosa, da streiten sich drum. Und dann, oh mein Gott, was ist mit Frank los? Da sind sie genauso geschockt wie wir. Erst gerade noch gestritten, welches Bild besser ist, aber das hier, das haben sie nicht erwartet. Habt ihr auch schon gedacht, dieser Rico hier, der silberne und der goldene, das kommt euch irgendwie bekannt vor? Ich kann das Rätsel nun lüften. Man kennt ihn nämlich als Bender aus der Serie Futurama. Da sind sie, die beiden. Ja? Also, die Ähnlichkeit ist eindeutig da. Schaut es euch an. Da ist wirklich einer wie der andere. Ach ja, und dann wollte ich euch noch zeigen, diesen Jean hier. Das ist ganz blöd, wenn du den im Team hast. Jean hier befindet sich im Angriff, da mit dem gelben Kreis, die Ulti bereit. Jetzt zieht er den Safe. Nein, natürlich nicht. Er hat's versucht. Sehr guter Einsatz von deiner Ulti-Jean. Völlig verschwendet. Er hat's nicht verstanden. Wir kommen zu Volley Brawl. Und wir starten mit einem unerwarteten Trick von einem Zuschauer. Einer von euch. Er sagt, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Da kommt der Ball und Colette verwendet die Ulti, um den Ball zu treffen. Schauen wir gleich nochmal genau hin. Da kommt der Ball, da ist Colette und wusch, schnell drunter mit der Ulti und der Ball geht zurück.
Naja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das funktioniert. Ein super Trick. Dieser Trick ist so gut, der funktioniert sogar beim Gegner. Da fliegt der Ball, da ist Colette mit der Ulti und jetzt stößt sie die Gegner weg, damit der Ball landet. Dazu müsst ihr natürlich die Star Power Stoß-Sprint bei Colette haben, damit sie die Gegner so schön wegschieben kann. Auch das ein super Trick von einem Zuschauer. Versucht das mal. Wir kommen schon zum 6. von 9 Zuschauerbeiträgen. Ein super Trick in Volleyball mit Primo. Ja, Primo hier hat die Ulti bereit. Der Ball unterwegs und Primo springt da rein und drückt und wirft die Gegner weg. Sehr cool. Wenn er reinspringt, drückt es die Gegner weg, damit sie nicht verteilen können. Und wenn das nicht hilft, kann er sie auch noch über die Schulter werfen oder nochmal wegdrücken. Ja, Primo ist wirklich stark in Volleyball. Ich würde empfehlen, den mal zu spielen. Anderer Brawler gefällig? Wie wär's mit Gale in Volleyball? Der hat einen super Trick drauf. Dumm ist, wenn der Trick gegen das eigene Team geht. So wie hier. Gale trollt sein Team. Nämlich, er stellt da jetzt ein Sprungbrett hin, das Team will verteidigen, aber fliegt weg. Den willst du nicht im Team. Das ist wirklich ein sehr gemeiner Gale, wie er da sein eigenes Team trollt mit dem Sprungbrett, genau da, wo der Ball landet, sodass sie nicht dahin können und nicht verteidigen können. Und so schenkt er dem blauen Team einen Punkt. Ein gemeiner Gale, so geht's nicht. Ich will euch ja nicht auf dumme Gedanken bringen mit diesem Gale, darum hier nochmal ein richtig gutes Spiel in Volleyball. Ein Hammertrick von Colette in Volleyball. Da sind sie im Angriff, der Ball fliegt auf die blaue Seite, Colette räumt die Gegner weg, jetzt der Ball kurz vom Land, aber Colette kann ihr Bull wegschieben und trifft den Ball. Weil es so schön ist, ja gleich nochmal, da kommt der Ball, Colette mit der Ulti kann Bull wegschieben und den Ball zurückspielen. Das ist ein super Trick, finde ich. Zwischendurch etwas, was ihr mal mit Mortis ausprobieren könnt. Den Ulti-Chain. Hier sehen wir all diese Mortis. Sie springen da auf das Heilbrett. Da werden sie schneller geheilt. Und jetzt laden sie auch noch die Ulti super schnell auf. Und dann gibt es diese wunderbare Ulti-Chain. Das sieht schon hammercool aus. Probiert das mal. Apropos Mortis, hier ein schönes Meme. Mortis guckt sich da Shelly und Max an mit ihren Gadgets, die sie so ein bisschen beschleunigen, dass sie ein bisschen ähnlich sind wie Mortis. Dazu meint er nur, schau mal, was die brauchen, um nur einen Bruchteil meiner Power zu imitieren. Und das Gesicht von Mortis natürlich haben. Ganz schlimm finde ich, wenn du gegen Mortis kämpfst, gegen zwei und die dich in die Mangel nehmen. Das passiert hier dieser Abend. Penny, zwei Mortis erledigen sie gemeinsam. Das ist natürlich Teamplay von der übelsten Sorte. Finden wir gar nicht lustig sowas. Arme Penny. Wir kommen zu Brawl Ball. So richtig knapp ist das hier. Amber, 4 HP, Primo, 5 HP, da nimmt es mich richtig Wunder, wie das wohl ausgegangen ist. Der nächste Zuschauerbeitrag ist extrem sehenswert. Das ist Super Brawl Ball Teamplay bei 700 Pokalen. Schaut es euch an. Hier Team Blau im Angriff, super Pass, dann wieder Pass in die Mitte. Der wird dann wieder verteilt hier nach rechts. Und die drei Verteidiger muss man jetzt natürlich erstmal vorbei, die ausspielen. Jetzt passt zu Karl und der kann wunderbar punkten. Sehr schönes Zusammenspiel, so soll das sein. Mortis kann im Brawl Ball super sein, weil man weiß, man ihn spielt. Aber auch eine totale Niete. Schaut euch diesen hier an. Mortis im Angriff. Schießt auf die Kiste. Jetzt versucht das nochmal. Wieder auf die Kiste. Vielleicht trollt er sein Team ja auch nur. Auf jeden Fall, der Ball, der geht da nicht rein. Und jetzt ist Mortis weg. Fast forward, da kommt Mortis wieder. Versucht es nochmal. Wieder auf die Kiste. Das muss schon fast ein Troll-Mortis sein hier, dass der nicht trifft. Vielleicht klappt es ja in der Nachspielzeit. Und nein, da ist der Ball drin, Team verloren. Kannst du dich bei dem Mortis bedanken? Und hier noch ein sehr lustiger Dynamike-Fail in Brawl Ball. Das sieht hier erstmal ganz harmlos aus. Dynamike springt da in die kleine Ecke, will sich da den Ball holen, wartet da jetzt ganz geduldig auf den Ball. Und ja, jetzt hat er den Ball, jetzt will er springen. Aber das geht nicht. Er ist gefangen. Er kommt da nicht mehr raus, der arme Dynamike. Und ja, er ist verzweifelt. Blaues Gesicht. Er kommt nicht raus. Das ist sehr bitter für den armen Kerl. So fühlt sich das dann an. Das fühlt sich dann irgendwie ähnlich an wie
das hier. Du versteckst dich im Gebüsch und Bull läuft auf dich zu. Da kommen dir die Tränen. Du bist gefangen im Gebüsch. Was ist nun schlimmer? Gefangen in der Ecke oder gefangen im Gebüsch, wenn Bull auf dich zulauft? Und dann noch eine sehr lustige Idee. Bin gespannt, was ihr dazu meint. Nämlich diese Erweiterung hier. Man würde in Rot sehen, wenn jemand den Gegner beobachtet, in Grün, wenn jemand einen von deinen Teamkollegen zuschaut oder in Blau, wenn du beobachtet wirst. Was meint ihr zu dieser kleinen Verbesserung? Nur 76% der Zuschauer, die meine Videos schauen, sind auch Abonnenten und die laufen damit Gefahr, dass sie meine Videos verpassen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass du keine Folge von Achtung Lustig verpasst, dann unbedingt abonnieren und am besten klickst du auch die kleine Glocke für Benachrichtigungen, damit du nichts verpasst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und viel Spaß bei einem von diesen vorgeschlagenen Videos. Bis zum nächsten Mal.